Okay, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von City Skylines Bubberheide. Ja, wir haben hier unser Ölgebiet, das noch nicht so ganz rund läuft. Also hier fehlen noch ein paar Rohstoffe. Plastik fehlt hier. Plastik wird hier hergestellt. Aus Papier. Nee, Schnittholz, Plastik. Wir brauchen auch da Plastik. Wo? Hier wird Plastik hergestellt, in der Petrochemiefabrik. Vielleicht bräuchten wir da eine zweite von. Ja, und hier ist Müllberge. Okay, warte mal, ich muss mal eben die. Was ist das hier überhaupt? Ja, okay. Gut, warte mal. Genau. Hier sind Müllberge, das heißt, wir sollten hier vielleicht irgendwo noch so ein bisschen recyceln. Entweder hier vielleicht oder auf der anderen Seite. Mal gucken. Ich meine, wir könnten hier natürlich so einen Weg durchmachen, der sich dann um diese beiden Gebiete dann kümmert mit Recyclinganlagen, Müllumschlagsanlage. Hier, Recycling. Wir haben genug Müllverarbeitung eigentlich. Aber ein paar mehr Recycling-Center schaden nicht. So, und da können wir auch gleich mal wieder. Ist zwar nicht nötig, das ist alles noch am Wassernetz, aber sicher ist sicher. Und was brauchen wir hier noch? Wir brauchen noch eine Petrochemie-Fabrik. Brauchen wir noch. Okay. Petrochemie. Arbeiterunterkünfte haben wir die schon. Die haben wir schon, ne? Das sind die hier, ja. Petrochemie. Das ist die hier. Okay, gucken wir mal, dass wir hier noch eine irgendwo hinsetzen. Hier zum Beispiel. Passt. So, und dann hoffen wir, dass das einigermaßen läuft. Dann sind hier verlassene Gebäude. Ich weiß nicht so genau warum. Was ist hier das Problem? Nicht genügend Verkaufswaren. Ja, daran arbeiten wir ja gerade. Hier wahrscheinlich auch genau das Gleiche. Nicht genügend Verkaufswaren im Mega-Einkaufszentrum. Ah ne, das ist nicht das Mega-Einkaufszentrum, das ist hier. Einkaufszentrum Boutiquen en masse, wo wir zu wenig Verkaufswaren haben. Aber daran arbeiten wir ja. Das Gebiet hier sieht gut aus. Das hier hat ein Problem. Was ist das Problem hier? Nicht genügend Käufer für Produkte. Also wir müssen die Produkte hier müssen wir in Verkaufswaren transferieren. Dann funktioniert das auch. Der Karl-Sörensen-Park hat mittlerweile 5 Sterne. Das ist ja großartig. Vielleicht können wir hier ein paar mehr Gebäude hinbauen, die wir noch nicht haben. Schauen wir mal. Karl Sörensen. Ja, Parkgebiete da. Also das sieht schon gar nicht schlecht aus. Sehr aktiv, die Parkgebiete hier. Gucken wir mal, da ist unser. So, haben wir sowas schon hier? Zeltplatz 1. Ich glaube, den haben wir schon da. Ist noch einer. Ist das der? Sieht ähnlich aus, ne? Aber wir können ebenso auf die nächste, auf die andere Seite können wir auch noch was. Hier Unterstand, Aussichtsturm. Haben wir schon welche von den Piers? Ja. Wir haben alle beide Sorten sogar, aber Jagdhütten haben wir noch nicht. Ist die Frage, ob wir das unterstützen wollen, aber machen wir einfach mal. Und schon ist unser Geld alle. Okay. Dann müssen wir halt gucken, dass neues Geld reinkommt, indem wir ein wenig warten und uns diese Stadt angucken hier. Vielleicht ein bisschen näher. Wir können auch mal gucken, über was die Leute in der Stadt twittern. Traumgrüne Stadt. Also die Leute wissen zu wertschätzen, dass ich hier. Was du? Ich habe immer davon geträumt, in einer Spielzeugfabrik zu arbeiten, sagt Ewald Wolters. Also die begrüßen auch. Warte mal, wie kann ich denn hier hochscrollen, ohne dass ich alles. Olaf Möller schreibt, haben Sie Ihren Geldbeutel verloren? Ich habe. Oh. Haben Sie Ihren Plastiktüten, Plastikflaschen und Plastikbehälter, soweit das Auge reicht? Hoffentlich landen Sie nicht im Ozean. Alle Studenten können jetzt kostenlos zum Arzt. Hip, hip, hurra, gesundes Leben. Okay.
Wir können auch hier den Chirpy Vogel irgendwie, dass der anders aussieht, wie zum Beispiel hier mit der Fliegermütze. Warum auch immer, aber das geht halt. Warte mal, ich lösche einfach mal alles, was wir ja schon gelesen haben. Das sollte ein wenig Übersicht schaffen. Okay, was ist mit unserem Müllabfuhr los? Überall türmt sich der Müll auf und Fliegen sind überall. Das ist nicht gut. Ich habe immer davon geträumt, bla 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 bla. Plastiktüten, Plastikflaschen, bla bla bla. Hatten wir auch schon. Haben Sie Ihren Geldbeutel verloren? Ich habe einen schwarzen Ledergeldbeutel gefunden. Bitte PM schicken, um ihn zurückzubekommen. Hat jemand noch ein paar Hausschuhe? Ich habe meine bei der letzten Toga-Party verloren. Hoffentlich geht die Qualität der Gesundheitsversorgung für Studenten nicht runter, wenn sie kostenlos ist. Nein, tut sie nicht. Endlich gibt es ein neues Lagerhaus. Mehr Produktivität. Dieses Lagerhaus ist so klein und gemütlich. Die Stadt stellt ihren Bürgern kostenlos Rauchmelder zur Verfügung. I love this city. Friede. Fire Department Rocks. Nicht Fired Apartment, sondern Fire Department. Ja, klein und gemütlich und so schön kompakt. Sehr gut. Schon wieder ein Stro Haben wir Stromausfälle? Ernsthaft? Warte mal, ich lösche das mal alles. Das ist alles alt. Wir haben keine Stromausfälle in meiner Stadt. Schließe ich einfach mal. So, sehr gut. Haben wir Stromausfälle in meiner. Da ist ein Stromausfall. Okay, aber das liegt daran, dass die überhaupt gar nicht ans Stromnetz angeschlossen sind. Und das können wir beheben, indem wir hier einfach ein paar Solarparkplätze hinbauen. So, schon sind sie dran. Und hier ein paar Solardinger. Solar, Solar. Naja, das sieht jetzt alles nicht so schön aus, aber unser Ölgebiet konnte aufleveln. Altölraffinerie, großer Bohrturm, Instandhaltungsgebäude ist, glaube ich, gar nicht. Und ein Rohöltanklager sind beides keine schlechten Ideen. Und eine Erdölraffinerie können wir vielleicht auch bauen. Also hier ist ja noch Platz, brauchen wir das einfach dahin. So, Instandhaltungsgebäude. Das kann ruhig ein bisschen zentral sein, nämlich sagen wir mal hier. Großer Bohrturm, gucken wir mal. Bauen wir hier einen hin und da einen hin. Und dann ist das Geld auch schon wieder alle. Okay. Aber jetzt laufen die ganzen Fabriken hier. Das ist doch gut. Und wir haben einen neuen Reputationslevel in unserer sozialwissenschaftliches Institut, in unserem Institut. Nicht in der Berufsschule, da nimmt es ab, aber das ist vielleicht gar nicht so untypisch jetzt, da die Berufsschule quasi vom sozialwissenschaftlichen Institut ausgestochen wird. Warum Frühlings? Sozialwissenschaftliches Institut Frühlings ist ein blöder Name. Das ist die Van Dusen-Universität. Für Literatur. Okay. Wir haben hier immer noch Leichen, also tote Leute, verstorbene Mitbürger, die nicht abgeholt werden. Das ist ungünstig. Dabei haben wir eigentlich ziemlich gute Verfügbarkeit für Krematorien. Aber wir können ja hier mal einen Universitätsfriedhof hinbauen. Vielleicht hilft das. Oh Mann, weil hier liegen noch einige Leute, die noch nicht abgeholt wurden. Und hier Müll, ist auch immer noch ein Problem. Ah ja, da wurde gerade abgeholt. Das ist interessant, dass man da so zugucken kann. Dann meinte ein Zuschauer, dass diese ganzen Querstraßen in den Wohngebieten eigentlich nicht. Ich meine, das sind Blocks, ne? Also die gehen nach allen Seiten raus. Da brauchen wir die Querstraßen wahrscheinlich schon. Aber brauchen wir die hier zum Beispiel?
Wir versuchen es mal ohne. Und bauen hier einen Fußweg hin. Ach, machen wir eine Allee. Das soll mal schick aussehen hier. So. Können die Leute zu Fuß hier durch. Was sie auch annehmen, wie man sieht. Und haben wir hier noch sowas? Hier, ja. Da müssen wir aber das alles ausschalten, damit wir hier was rein. Zack, sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Und brauchen wir diese Straße, ist die Frage. Und wollen wir, dass die auf der die Boysenstraße. So, wollen wir, dass die hier parken? Oh, die parken hier gar nicht. Das ist ein Stau. Das ist natürlich ungünstig. Die Kaito Mazenwai, also da fahren so selten Leute längs. Den können wir auch. Machen wir hier mal eine Allee hin. Zack. Und das hier bleibt, weil die gucken in die Straße rein. Das können wir leider so nicht. Dann werden die riesigen Gebäude abgerissen. Das ist keine gute Idee. Aber hier könnten wir. Können wir doch, ne? Ne, können wir nicht. Guck dir den Verkehr an hier, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was können wir hier machen? Also, es gibt ja Straßen, also es gibt Streets und Roads. Und Streets sind das hier in den Wohngebieten. Die führen zu den einzelnen Häusern, die Streets. Das ist generell nicht so Verkehr. Und Roads sind sowas wie das hier, was von A nach B führt, weniger. Also ich habe eigentlich überhaupt gar keine Roads. Ich habe nur Streets. Und das ist ein bisschen ein Problem. Aber das ist ein strukturelles Problem. Ich weiß nicht, wie wir das hier lösen können. Warte mal, ich muss mal eben... Wenn ich mich zurücklehne, sieht man mich kaum hier. So ist besser. So. Okay. Ja. So, schauen wir mal. Warum ist eigentlich nicht das ganze. Warum ist nicht der ganze Bildbereich hier auf dem Bildschirm? Das verstehe ich nicht. Okay, habe ich jetzt Balken links und rechts? Das ist ungünstig. So, wie ist das? Ist das besser? Bin mir nicht sicher, vielleicht finde ich nochmal ein anderes Hintergrundbild als das Testbild hier. So. Aber das muss für heute muss das erstmal reichen. Ja. Oder wie wäre das hier? Das ist ja wieder schwarz. Das ist ja dann auch egal, oder? Lassen wir das so. Okay. Gut. Und dann können wir aber auch das... das hier können wir hier hinziehen. Dann ist das am Rand. Komm schon. Okay. Ja. Was ist das hier? Geht gleich weiter, keine Sorge. So. Und das. Kann
muss das hier im Raster sein. Das ist ja furchtbar. Okay, machen wir das so. Das sieht zwar doof aus, aber oder können wir das nicht? So ist das. Das ist gut. Ich finde, das ist gut. Das lassen wir jetzt so. Okay. Gut. Ja, dann schauen wir mal. Dann kümmern wir uns mal weniger um das, was auf dem Bildschirm links zu sehen ist und eher um das, was hier im Spiel passiert. So. Ja. Das Gebiet hat auch ein paar Probleme und zwar hier zu wenig Verkaufswaren, oder? Nicht genügend Verkaufswaren. Okay, was wir da machen können, ist hier ein Lagerhaus hinstellen. Ja, guck mal, das wäre eine Road hier. Aber die hat auch zu wenig, beziehungsweise zu viele Stellen, wo eingebogen wird. Wenn wir das hier zum Beispiel wegnehmen, wie ist das dann? Macht das den Verkehr besser? Ich meine, der Verkehr fließt immerhin. Das ist schon mal gut. Aber wir brauchen also, wo haben wir denn den meisten Verkehr? Lass mal gucken. Zack. Also das hier geht eigentlich, dieses Gebiet, aber das ist ja auch nur Wohngebiet. Aber hier haben wir schon Industrie so ein bisschen. Aber die hat ja ihren eigenen Tunnel. Das wäre eine Road zum Beispiel. Der hier aus der Stadt rausführt. Das war gar keine schlechte Idee. Aber hier ist halt das Problem. Hier haben wir Industriegebiete, Commercial-Gebiete und Wohngebiete. Alle nah beieinander, was eigentlich nicht schlecht ist. Aber dafür sind die Straßen halt hier relativ ausgelastet. Was wir machen müssen, ist hier alles betonieren, hier eine Road hinbauen mit relativ wenig Straßen, die reinmünden, um den Verkehr zu entlasten und zu gucken, dass hier tatsächlich nur wie machen wir das? Also, was wir da zumindest schon mal die ganzen Commercials von hier, die können wir wegmachen, dann können wir die hier zu einer Road machen, weil da liegen nur Commercials dran. Das wäre eine Idee. Dann gucken wir mal, wo wir da die Verbindung haben wollen. Dann haben wir auf Schlag wahrscheinlich zu wenig Commercials, aber dann bauen wir halt irgendwo ein Commercial-Gebiet noch hin. Momentan haben wir eh zu wenig Waren, also was soll's. Was soll's. So, gucken wir mal, was jetzt passiert. So, also der mündet hier rein. Das hier muss das sein. Muss das wirklich sein? Diese Straße da oben? Bin am Überlegen, was wir hier machen. Hier könnten wir noch einen Tunnel machen, der da unten direkt zum Kreisverkehr führt. Hier so oder so, dass wir das hier verbinden und dann schwupp darunter. Das hier, was ist das hier? Volvo, Bio-Supermarkt, warum stehen die da noch? Ah, wunderbar. Also, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Diese beiden, das sind Fußwege. Guck dir den Fußweg an. Guck dir das an. Die laufen ja alle an der... Das ist keine gute Idee. Das ist nicht gut. Fußverkehr ist zwar eigentlich gut... Aber, wir wollen ja nicht, dass sie mit dem Autoverkehr kollidieren. Darum müssen wir hier vielleicht eine Fußgängerbrücke hinbauen. So. Oh, warum?
So. Dann hier durch den Wald. So, wie ist das? Ja, siehst du, nehmen sie auch. Sehr gut. Und auf dieser Seite ganz genauso, wenn wir es noch... danke, Hauptstadt, sehr gut. Solange wir es noch finden, hier hat sich schon einer ein Haus gebaut. Das war natürlich ein bisschen voreilig von dir, Junge. So. So, machen wir hier einen Fußgängerweg hin. So, womit wir jetzt hier weniger Fußverkehr haben, oder? Ein paar laufen hier immer noch rum, aber das liegt auch hier dran. So. Zack. Okay, okay. Gefällt mir. Die beiden müssen nicht sein. Ich glaube, den könnten wir rausnehmen. Allerdings stehen hier Gebäude. Was sind das für Gebäude? Das ist ein Bürogebäude. Nehmen wir lieber den raus. Ah, das ist auch schon wieder ein Fußweg. Müssen wir auch wieder eine Brücke bauen. Oder einen Tunnel. Machen wir einen Tunnel. So, dann haben wir einen Tunnel. Können wir das Gebiet erreichen. Und dann können wir noch einen bauen hier zu den Arbeiterunterkünften. Machen wir auch einen Tunnel. Warum, was willst du? So, zack. Das ist ein ziemlich langer Tunnel. Ach ja. Und diese Straße hier gefällt mir nicht, aber wir haben nichts Besseres momentan leider. Okay, das können wir dann aber wegmachen. Zack. Haben wir nur die beiden, die sind eigentlich auch recht nah aneinander. Aber it is, wie es ist. Nicht? Den brauchen wir auch nicht. So, und die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Weil die führen nirgendwo hin, da ist ja nichts mehr. Was wir machen können, ist die hier zu den Fischereien. Ist das nah genug für einen Fußweg oder sollte ich da lieber einen Fahrradweg machen? So. Der kommt hier hin. Zack. Und der kommt hier hin. Zack. Und dann brauchen wir natürlich wieder Strom. Ach, machen wir hier einfach ein Solarpanel mitten im Wald. Und hier auch eins. Dann haben wir das wieder verbunden. Sehr gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Strauch-Stadtpark hat auch zwei. Da können wir vielleicht neue Gebäude bauen. Gucken wir mal, was wir da für Gebäude bauen können. Im Stadtpark. Ja, so. Also, na gut, ja, die Wasserdinger, das passt natürlich nicht. Machen wir nochmal so ein Schachbrett hier irgendwo hin. Dann haben wir hoffentlich genug Attraktivität. Ja, haben wir. Okay. Dann können wir Pavillons bauen. Hier ein hin, da ein hin. Und da ein hin. Und da ein hin. So, das war's. Nächste Stufe. Wir brauchen 720 Attraktivität brauchen wir. 720 Attraktivität. Infostand, Toiletten. Bauen wir nochmal Toiletten hier hin. Toiletten sind nie verkehrt. Sehr attraktive Toiletten. Zack. So, hat er jetzt 720? 699. Oh, Mann!
Okay, dann bauen wir hier im Zentrum ein bisschen was Filigraneres mit so Beeten und Gedöns, gucken wir mal. Also erstmal kommt hier eine von den Laternen hin. Dann machen wir hier ein bisschen gepflasterten Boden. Oh, das hat schon gereicht. Interessant. So, dann haben wir hier einen Parkmülleimer. Ist auch nie verkehrt. Bauen wir hier mal. Einen Mülleimer wollen wir nicht zentral, die wollen wir hier an den Seiten haben. Und hier vorne an der Ecke auch. Dann können wir hier mit Blumenbeeten das Ganze ein bisschen abgrenzen. So. Oh, das sind große Beete, das ist ja gar nicht schlecht. Dann bauen wir hier so ein paar Hütten hin. Das sind so kleine Imbissbuden, glaube ich. Das ist hinten, ne? Ja, das ist hinten, dann ist das vorne. Zack. 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 Für die Leute, die Imbissen wollen. Und dann hatten wir hier auch noch Tische, genau, zum Essen. Jetzt können da die Leute picknicken an einem zentralen Platz im Park. Aber wir haben neue Gebäude freigeschaltet bekommen. Gucken wir uns die mal an. Hier Klettergerüst für so Kinder und so. Da. Und hier bauen wir auch eins hin an der Seite. Ich glaube, ich habe gerade ein Stück von dem Privatgrundstück beeinträchtigt und mir den Zaun abgerissen, wie es scheint. Tatsache, ich habe den Zaun abgerissen. Das müssen wir eben noch mal fixen. Nur ästhetische Gründe. Zack. So, Zaun wieder. Okay. Das ist unser Strauchstadtpark. 4 Sterne. Nächste Stufe. Wir brauchen wieder ein paar mehr Attraktivität. 1120 brauchen wir. Und wir brauchen aber auch jede Menge mehr Parkgäste. Das heißt, wenn wir jetzt hier aufbauen, dass wir 1120 Attraktivität haben, haben wir immer noch ein bisschen Zeit, bis das hier weitergeht und wir was Neues uns ausdenken müssen. Machen wir hier mal so ein kleines Rondell vielleicht sogar. Ah, was ist hier bloß los? Und warum geht das nicht so? Vielleicht. Naja, ist nicht ganz kreisförmig, aber ist ein Park. Asymmetrie ist schick. Okay. Bauen wir hier mal so ein paar Cafés hin. So, können wir eigentlich aus. Hier könnten wir noch so ein Plumpsklo bauen. Aus dem anderen Park. Oder wir bauen hier in der Mitte einen Brunnen rein. Das ist doch auch sehr schön pittoresk. So. Ja. Können wir auch noch ein Pavillon? Also ein Pavillon in Mitte ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, jetzt habe ich den Brunnen wieder abgerissen, aber was soll's. Kriegen wir den ganz in der Mitte? Ja. Soll nicht direkt auf die Bank zu. Warte mal, das können wir so machen. Den machen wir. Pavillon machen wir direkt hier. So. Ach, der Brunnen ist noch da. Sehr gut. Kriegen wir den Brunnen auch bewegt? Nicht ohne weiteres, aber kriegen wir hin. So, zack. So,
Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das sieht doch schon nach einem Stadtpark aus. Wir könnten hier vielleicht noch so ein bisschen natürliche Formationen reinbasteln. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte in dieses Menü. Ja, hier haben wir zum Beispiel Steine. Jede Menge Steine. So, Findlinge, die wir hier reinbasteln können. Zack. Zack. Und hier sowas. So, wie sieht das aus? Ist das nicht ein großartiger Park? Stell dir vor, du isst da und kannst hier. Hast die Stadt um dich rum. Oh, was ist hier los? Hier ist der Strom ausgefallen. Warum ist hier der Strom ausgefallen? Weil ich wahrscheinlich. Ah, weil die ganzen Gewerbegebiete weg sind. Okay. Das war klar. Also Wohngebiete haben wir genug. Was wir brauchen, sind Gewerbe und Industrie. Also Industrie können wir hier weiter ausbauen und den anderen Gebieten, aber vielleicht bräuchten wir in den Reußenkögen oder so auch ein bisschen speziellere Industrie. Was ist hier mit den Bürogebäuden? Die scheinen eigentlich alle relativ gut anzukommen. Hier ist auch überhaupt gar kein Verkehrsproblem. Wo haben wir jetzt noch die Verkehrsprobleme? Gucken wir mal. Also das ist immer noch ein Verkehrsproblem, aber es ist kein Wunder, weil hier sind noch viel zu viele Eingänge. Das hier ist deutlich weniger rot als vorher, wie man sieht. Und hier drüben ist es gar grün. Das ist schön. Würde ich fast mal sagen, das ist alles immer diese Entscheidung. Also hier könnten wir theoretisch, also das sind ja schon alles Einbahnstrecken, die könnten wir vielleicht teilweise über die Straße führen, anstatt in die Straße und dann nur an zwei Seiten hier und hier in die Straße führen. Sie frage, ob wir das hinkriegen, ohne dass weite Teile unseres Industriegebiets neu gebaut werden müssen. Und dann müssen wir gucken, dass die Industriegebäude hier nicht reinmünden. Versuchen wir das mal. Kann man ja, ist ja ein Versuch wert. So. Wir brauchen Einbahnstraßen. So, also das muss hoch. Sieht aus, als könnte das klappen. Sehr gut. Shit. So, das schon mal gut. Es geht aber in die falsche Richtung scheinbar. Warum geht das in die falsche Richtung? Oh, schau an. Das ist sowieso ein Konstruktionsfehler, meine Straßen hier. Das ist gut, dass mir das auffällt, dann irgendwann mal. So. So muss das. Und das hier, die gehen so rum, also muss das so. Und das hier muss so rum. So. Aha. Das ist das Problem, dass die jetzt. Okay, also theoretisch müsste man alles erreichen können jetzt hier. So, hier haben wir noch, sehr gut. Aber die hier sollen weg, weil hier wollen wir an der Straße keinen Verkehr, weil das ist eine Hauptstraße.
Oh, super. Shit. So, hier wollen wir keinen Verkehr. So. Was ist das hier? Das ist ein Feuerwehrhaus. Das wird hierhin bauen wir das mal hier hin. So. So, dann gucken wir mal, wie sich das im Verkehr niederschlägt. Noch ist rot. Aber wir schalten mal auf schnell und gucken, was hier passiert. Es kann sein, dass die hier immer noch zu viel ist. Und die Straße hier, bin ich sicher. Könnte hier noch eine rein, aber das wollen wir nicht, weil die ist gerade so schön orange. Das reicht nicht und das hier sieht auch nicht gut aus. Das ist. Ich glaube, wir müssen das ganze Gebiet irgendwie umbauen. Naja, aber da überlegen wir uns was beim nächsten Mal. Denn ich würde sagen, eine halbe Stunde ist schon wieder um. Und dann können wir für heute mal wieder Schulz machen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich mit einem anderen Hintergrundbild. Ich versuche mir was zu überlegen. Und dann bis denn. Ciao. Like das Video und subscribe und macht diesen ganzen Kack, den man immer so macht bei YouTube. Oder lasst es bleiben. dieser Kanal geht sowieso nirgendwo hin. Insofern macht, was ihr wollt. Lebt euer Leben. Versucht euch frei zu entfalten. Und Sachen halt. Bis denn.